wer war denn nur schuld? Der Steuerberater, der nette Mann, der gesagt hat, mach doch mal dieses kleine Ostding da. Die Verkäufer der Immobilien, sie selbst, irgendeine Versicherung, die sozusagen das drunter finanziert hat. Also das sind viele Mitspieler. Wer war denn nur der Schuldige? Die vier. Also natürlich ist es, ich habe unterschrieben, natürlich habe ich dann letztendlich die Schuld. Ich bin ja im Besitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte, toi toi toi. Und letztendlich habe ich deswegen auch das zu tragen, logischerweise. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich wenigstens den Steuerberater oder den Versicherungsmenschen, der mir gleich mehrfach Lebensversicherungen an die Backe geredet hat. Es gibt doch immer eine Frage der Ehrlichkeit. Sie haben gezockt und die anderen haben Sie zocken lassen. Weil bei ihm ging es um Geldvermehrung, um Risikoanlagen. Also ich sah bei das eher... Steuersparmodell ist auch ein Risikoanlage. Ja, aber das ist doch... Immobilien sind doch eigentlich auch für die Rente da, dass man dann irgendwie... Ja, wenn sie was taugen, ja.